Morgen, morgen, meine Lieben. Wir sind ja mal wieder im verlängerten Lockdown, das überhaupt nichts bringt. Nicht? Wir mussten ja anfangen mit 1,50 Meter Sicherheitsabstand. 1,50 Meter Abstand. Kam raus, hat nichts gebracht. Dann hieß es, Masken. So, laufen wir alle mit den komischen Masken rum. Und 1,50 Meter Abstand. Folge? Auch nichts gebracht. So, und jetzt kommen wir auf die Idee: Lockdown. Immer Lockdown. Machen wir alles zu, machen wir alles dicht. Ja? Ganz toll. Ganz toll. Lockdown. Keine Infizierten mehr. Leben geht normal weiter. Scheiße, was? Lockdown, Maske, Sicherheitsabstand. Und was passiert? Genau. Toten steigen, angeblich von Corona. Und. So, jetzt stellt man sich die Frage, jetzt kommt noch die Impfung. Oh, wir lassen uns alle impfen, alle impfen, alle impfen. So, sind schon einige geimpft worden. Da freut man sich. Ja, einige sind dran gestorben wegen Schocks, wegen Allergien und. Und in den Bereichen, wo jetzt geimpft wurde, wo man sagen könnte, naja gut, da gibt es jetzt eben halt nichts mehr mit Corona, sind ja geimpft worden, auch Scheiße schreien. Auch da schon wieder Hunderttausende von, was weiß ich, Corona-Fällen. So langsam muss man sich doch mal an Folgendes gewöhnen. Vor 30.000 Jahren, da sind die Leute, unsere Vorfahren, an Schnupfen gestorben. Ja, so an Schnupfen, Husten, Heiserkeit. Olaf was Husten, das darf er nicht. Gut, da gab es noch keine Chemie und keine Pharma und was weiß ich, Gott sei Dank. Weil der Körper sich nämlich dann eingerichtet hat nach, was weiß ich, 10, 20, 30, 40 Generationen, war der Schnupfen eben halt nur so tödlich. Ne? Und den Schnupfen haben wir jetzt eben halt. Ne? Nicht? Also wie bei Stanley Beamish, den Schnupfen besiegen, das ist sowas ähnliches wie die Quadratur des Kreises. So, nun, jetzt sind wir also so weit, dass wir jetzt bei der Corona-Kacke an dem Punkt angekommen sind, hoffe ich, wo einige vielleicht mal merken sollten, dass das so eine Art Schnupfen der Neuzeit ist. Im Prinzip sowas wie ja, der Schnupfen der Neuzeit. Man muss sich dann gewöhnen. So. Ich erinnere mich nur noch an diesen Spruch von dem Drosten, komischen da. Als der Lukaschenko gesagt hat, also wir machen hier gar nichts mit dem komischen Kampf, was der Westen macht, mit Masken und. Daraufhin sagte der Drosten, die weißrussische Bevölkerung ist spätestens bis Dezember 2020 ausgestorben. Tja, nun, nichts ist. Kunst. Gar nichts. Die gibt es weiterhin. Auch die Russen. Gibt es auch. Komisch. Die müssten eigentlich gar nicht mehr da sein. Die Chinesen, wo das mal herkam, ja, die laufen zwar nur noch mit Masken rum, aber ich glaube auch nur noch als unter dem Motto, naja, zeigen wir den besten Masken, machen wir noch auf, ja. Die sagen sich bestimmt auch, also wenn ich so ein Kommunistenchef wäre und ich weiß, meine Bevölkerung, die wächst und wächst und wächst und irgendwann kann ich die wirklich mehr, nicht mehr ernähren. Und dann gibt es da wirklich einen Tumult und sowas und bei 1,6 Milliarden Leute kann man noch so viel Militär haben, die werden überrannt. So. Also sagen wir, jetzt machen wir den ganzen Käse, vielleicht haben wir Glück. Oder sterben, was weiß ich, so 600 Millionen, 700, 800 Millionen dran. Und dann haben wir das aufgrund einer Krankheit bereinigt. Und nicht aufgrund einer Krankheit in Form von 762 mal 39. So. Da wurde gefeiert und sehr viele Ralala, die produzieren wieder wie die Weltmeister. Und wir machen hier den Weg frei.
für eine landwirtschaftliche Neuordnung. Denn, mal ganz ehrlich gesagt, die Leute kaufen doch nichts mehr. Warum sollen die was kaufen? Die wissen gar nicht, wie es weitergeht. So. Deswegen haben wir ja eine Deflation. Wie bescheuert. So, alle sagen, wenn es denn mal hier oben wieder normal wird, haben wir ganz viel gesagt, dann gibt es eine dicke, fette Inflation. Und zwar, manche gehen schon auf Werte von 10-20%. Das ist wie in der Türkei. Dann heißt es, nee, lieber Arbeitgeber, zahl mir mal meinen Lohn, so was weiß ich, täglich aus. Da ja nun der Euro dann pro Tag, was weiß ich, so viel an Wert verliert. So. Dann auf einmal heißt es, ja, der Junge hat Gold. Wieso hat der Gold? Gold geht nach oben, schießt ab wie Schmitz Katze. Ja, und dann können Leute, die was weiß ich, 100 Krügerränder haben, ja, herrlich leben. Leute, die den Kohle auf dem Konto haben, die können sich, was weiß ich, für 50.000 Euro den vielleicht mal gebrauchten grünen Golf angerosteten Fäden kaufen. Und einen, na gut, okay, der hat schon wieder Sammlerwert. Also sagen wir, was weiß ich, irgendwie so einen ollen Stromer. 30 Jahre alt, schon die fünften Batterien für 9.000 Euro. So. Und dann stehen wir da mit unserem Angelegenheit. So richtig schön stehen wir dann da und parallel holen wir natürlich noch die ganzen Flüchtlinge rein und laufen hier alle mit Maske rum. Unser Justizsystem wird überlaufen. Es wird immer mehr Leute geben, die sagen, leckt mich doch am Arsch. Ja, Ausgangssperre. Ja, irgendwann kommt auch noch diese alten Posters. Psst. Feind hört mit oder sowas. Und dann, was passiert dann? Die Gerichte werden überflutet und in 99,5% aller Fälle werden diese Verfahren nach 47 UVG eingestellt. Ist so, wegen Geringfügigkeit. Ist sowieso alles Schwachsinn, was sie da gemacht haben. Gerade hier jetzt diese 15 Kilometer Radiusangelegenheit. Ist ganz toll. Unter dem Motto, einer sagt ja schon, damit wir uns an die Reichweite von den Elektroautos gewöhnen. Ja. Aber die laufen schon ein bisschen weiter. 17 Kilometer. Jetzt müssen wir mal nachdenken. Die Flüchtlinge kommen immer mehr. Die vermehren sich hier auch natürlich. Die Gelddruckmaschine ist genauso schlimm wie damals, 1920. Wenn einer das nicht weiß, das war diese Hyperinflation, die nicht dazu führte, dass Deutschland kaputt ging. Die ganze Weltwirtschaft war platt, 1929 dann. Aber 1920 hat eben halt die Reichsregierung, die erste demokratische Regierung des Deutschen Reiches, es gleich geschafft, dieses Reich so vorzubereiten, dass ein paar Jahre später Adolf Hitler locker flockig an die Macht kam. Zwar mit einer Koalition, aber er kam. So. Die hatten damals 6 Millionen Arbeitslose mit einer Inflation von, was weiß ich, ein Brötchen 10 Milliarden. Und ein Bekannter von mir, der hat noch Braunschweiger Notgeld, ja, ganz kleine Fitzel, ein bisschen größer als die Briefmarke. Da steht dann drauf, was weiß ich, 100 Milliarden. 100 Milliarden. So. Aber ist ja auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir hier eine Inflation haben, dann freuen sich die ganzen Banken, dann freuen sich die ganzen Leute, die Verbindlichkeiten haben, also Schulden. Und wir müssten dann mal darüber sprechen, was passiert, wenn der große, ich bin gerade am Einparken, deshalb, Manitou da oben sich totlacht und sagt, naja, die Menschheit, die haben wir bald weg.
die subtrahieren sich, die werden sich gegenseitig umbringen. Was höchstwahrscheinlich auch nicht passiert, weil wenn sowas kommen sollte, mit Umbringen oder so, dann passiert Folgendes. Folgendes. Da gibt es wieder Geld. Oder die Frau Merkel oder wer da kommt, sagt, nee, Umbringen ist verboten, die müssen ja Geld verdienen, beziehungsweise die brauchen ja deren Vermögen, um dieses weiter zu verteilen. Bisschen happelig eben, aber wie gesagt, ich war einparken. Es wird richtig witzig werden. Und jetzt tun mir schon alle Leute leid, die sich hier hoch verschuldet haben. Also 4-Zimmer-Wohnung, 750.000 Euro. Wie kann ich wirklich nur hoffen, dass wir hier so 20-30% Inflation kriegen? Allerdings muss man dann auch damit rechnen, dass man arbeitslos wird. Und das ist natürlich scheiße, weil, und das wissen ja auch die wenigsten, wenn man arbeitslos wird, kriegt man ja erstmal ALG 1, also das Arbeitslosengeld, und dann gibt es ALG 2, Hartz 4. Die übernehmen die Verbindlichkeiten, klar, fürs Darlehen, die Zinsen. Nur die Zinsen. Das heißt, habe ich eine Million aufgenommen, zahle da 0,2%, dann kriege ich die ersetzt. Die 5% Tilgung, sprich 50.000 circa. Da muss ich zusehen, dass ich die selber kriege. Aus meinen 430 Euro, die mir dann zur Verfügung stehen. Ja, was passiert dann? Zwangsversteigerung. Was passiert dann? Richtig. Die Dinger werden verschachert. Dann kommen solche Menschen, die, ich sag mal, Leichenfledderer, die nur darauf warten, dass die Häuser oder Grundstücke oder Eigentumswohnungen bekommen, die weit überteuert gekauft sind. Das sind die alle nicht wert. Und die kommen dann gnadenvoll hin und sagen, pass mal auf, hast du mal 750.000 bezahlt? Ich bin ja kein Schwein. So kommt das dann immer. Ich gebe dir 300.000 und 10 unter der Hand. Wenn die Bank mitspielt, okay, dann hat man noch so um die 400.000 Latte. Das heißt, man kann dann gleich zum Amtsgericht gehen und die Insolvenz machen. Die 10.000 Euro sollte man aber nicht angeben. Tja, und dann rechnen wir mal aus, was passiert dann mit den Mietwohnungen. Die werden dann nicht Häkchen oben preiswert, da sind ja auch nicht so teuer. Das Teure sind ja die Nebenkosten. Ja, hier wird wieder Grundsteuer wird hier erhöht und Strom wird erhöht, Gas wird erhöht, alles wird erhöht, aber die Mieten steigen. Also Leute, ja, also bitte, ja, für so 60 Liter Müll, der alle zwei Wochen geleert wird, zahlt man hier im Jahr fast 900 Euro. Ja, also, ne, das ist nicht viel. Das ist für den Müll, den man da gemacht hat, viel Geld. Nicht in Kilo ausrechnen, ja, ist mehr als Gold wert. Also nicht wie die Flüchtlinge, die sind ja auch mehr als Gold. Jetzt haben wir das Problem, die sind alle pleite. Das heißt, die laufen alle zum Jobcenter und sagen, hier, wir brauchen jetzt eine Wohnung, wir haben eine und. Die kostet aber, was weiß ich, 10,20 Euro. Dann kommt die Arge und sagt, nee, tut mir leid, können Sie nicht haben, wir dürfen maximal 5,10 Euro. So. Was passiert denn dann? Bei den Deutschen. Bei den Flüchtlingen ist das gar kein Problem. Hier in Braunschweig ist das zum Beispiel so, dass hier, da die ja nun keine Wohnungen bekommen, zumindest als Miete, nur bei Leuten, die so richtig geldgeil sind, dann auch noch in der AfD sind, aber unter dem Motto, ich zahle so viel Steuern, muss ich mir wieder was zurückholen, ja, Landschaftsgärtner, in der Nähe von Celle,
Naja, jedenfalls, da zahlt die AGE zwischenzeitlich bis zu 13 Euro. Das heißt, wenn ein Vermieter, sagen wir mal, so eine siebenköpfige syrische Flüchtlingsfamilie reinnimmt, beim Deutschen hätte er 5,10 Euro nehmen können, mit drei Personen, was weiß ich. Und da gibt es dann für die gleiche Quadratmeterzahl 13 Euro. Ja, ich weiß, die Wohnung sieht natürlich nach einem Jahr aus wie Scheiße, aber zwischenzeitlich verpflichtet sich die AGE ja auch schon, die Sanierungen durchzuführen. Boah, 100 Quadratmeter durchsanieren, da kommt richtig was zusammen. Wer bezahlt es letztendlich? Genau, der Steuerzahler. Der denn aber wirklich dagegen zahlt, das geht nicht mehr. Wir sind dann, was weiß ich, wir haben jetzt 2,2 Billionen. Wir hatten mal 1,92 Billionen. Haben wir schon richtig was abgezahlt gehabt. Wir laufen locker flockig auf die 3-Billionen-Grenze zu. Also dann ist Deutschland auch nicht mehr reich. Dann sind wir arm. Wir sind dann zwar im Verhältnis nicht mehr, nicht so arm wie alle anderen, aber immerhin arm. Aber trotzdem zahlen wir alles. Wir haben ja mal einen Weltkrieg verloren. So, und wenn das weiter so geht, werden die Leute, die den Absprung noch schaffen, also die sich hier nicht mit dem Kauf einer Immobilie an diesen Staat festgetackert haben, dass die abhauen. Dass die sagen, was sollen wir denn hier? Hier muss ich Maske tragen, so und so, bringt eh alles nichts. Ja, Bußgelder, die eingestellt werden. Aber immer Ärger machen. Ja, stell dir mal vor, kommt, was weiß ich, jemand, der, was weiß ich, 30 Mal die Maske nicht getragen hat. Da kommen denn 30 Verfahren auf den zu. Ja, 30 Verfahren. 30 Mal Polizei, 30 Mal Gericht und. Oder eben halt eine lange Verhandlung. Richtig lange Verhandlung. Wo dann entweder das Ding als 47 UWG eingestellt wird oder analoge Anwendung 153a zahlen sie 10 Euro an den Tierschutz. Kosten bleiben beim Staat hängen. Bei der Polizei, bei der Justiz für 10 Euro, die der Tierschutz kriegt. Naja, wir haben es ja. So. Wir brauchen also gar keine Kriege mehr, sondern wir machen das alles mit dem Geld. Und zwar mit dem Druckgeld. Weil wir haben ja den Euro. Und das bedeutet, überall ist die Inflation gleich. Frankreich, überall ist die gleich. Ja, dann sagt natürlich die großherzige Frau Merkel oder der Nachfolger, guckt mal, durch die hohe Inflation gehen unsere Schulden ja weg und. Nur es gibt jetzt kaum Leute, die noch was bezahlen. Weil diese Lügerei bezüglich der, wir haben nur so und so viel Arbeitslose im Dezember. Also, liebes Amt für Lügerei. Also, wer es glaubt, wird selig. Das ist genau das Gleiche, dass ich immer noch keinen kenne, der Corona hat oder hatte. So, toll. Müssten ja eigentlich, was weiß ich, täglich 1000 Leute um mich sein, die Corona hatten. So, 25.000 Leute muss ich treffen, bis ich jemanden finde, der Corona hatte und 70.000 oder 80.000, der Corona hat. So, naja. Jetzt muss ich wieder ein bisschen was tun. Zur Bank gucken, ob da noch Geld drauf ist oder ob der Staat schon das SAG heimlich angeworfen hat und uns den letzten Rest auch noch bügelt. Aber eins möchte ich sagen, kommt das, dass der Staat in Konten eingreift, die man gemacht hat, um eben halt im Alter nicht vom Staat abhängig zu sein.
Also ich sag jetzt hier von so einer Brötchenstube oder was weiß ich, abends gibt es ein bisschen Brühe. Dann darf man sich nicht wundern, wenn dann selbst die blöden Deutschen nicht so auf die Straße gehen, sondern auch böse werden. Und sich diese Wut dann nicht an den Politikern ausgelassen wird, sondern dann an den Leuten, die nichts eingezahlt haben, nur Geld genommen haben, Parallelgesellschaften gegründet haben, als Flüchtling nach 2 Jahren Mehrfamilienhäuser kaufen können und Lamborghinis fahren. Ist mir auch noch nicht gelungen. So. Dann wird es eine Revolution geben, dagegen ist die von 1848 Peanuts, die von 1789 bei den Franzosen lächerlich, der Freiheitskampf der Amerikaner 1776 nicht nur lächerlich, sondern was war denn das? Ja, ein bisschen aufblitzende Klingen oder was weiß ich, 3 große Schlachten und das war's. Alles vergessen. Alles vergessen. Weil, denn ist dieses Land sowieso platt, 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 dann bringt der Rest auch nichts. Da kann ich doch so weise Politik hinterher machen, wenn ich meine ganzen Werte, das heißt, das Wissen, was wir Jahrhunderte entwickelt haben, für umsonst an Chinesen, was weiß ich, Puerto Ricaner, alle Studenten, die hierher kommen, nichts bezahlen müssen, weggeben. Da spare ich doch richtig Kohle als Staat. Früher war Industriespionage richtig ein lukratives Geschäft. Heute braucht man das gar nicht mehr. Man geht einfach zu VW, Mercedes und so weiter und so weiter und 2 Chinesen machen da ein Praktikum oder so ein duales Studium. Wissen die ganz genau, was Mercedes gerade entwickelt, so und so, wie das funktioniert, dann wird das einmal nach China, Peking, Shanghai gewuselt, was weiß ich, per WhatsApp. Und dann wissen die ganz genau, wie hier, was weiß ich, die neue Technologie von VW oder was weiß ich funktioniert. Schwuppdiwupp, dann machen die das, die haben nämlich keine Entwicklungskosten mehr. Das hatten wir. Auf einmal kommen die dann mit so einem geilen Wasserstoffauto raus für 4.000 Euro. Deutsches Auto 40.000. Leasinggebühr bei dem einen gar nichts, kann man bar bezahlen. Bei dem anderen war es ein Tausender, den keiner mehr hat. So. Und dann haben wir die Übernahme Europas durch die Chinesen ohne einen Schuss. Und jetzt an alle, die das mal sehen, fragen, mal gucken, welche Grundstücke den Chinesen, Araber und Türken gehören, wie viel das schon sind. Die Polen haben das verboten. Da darf man als Ausländer auch nicht als EU-Bürger kaufen. Kaufen schon, aber man kommt nicht ins Grundbuch. Die Schweizer haben das knallhart gesagt. Die haben gesagt, maximal 9%. Und wenn diese 9% weg sind und Helene Fischer will da, was weiß ich, in der Schweiz irgendwas kaufen, dann kommt die auf eine Warteliste. Da steht dann drin, ja, voraussichtlich Frau Fischer, in 25 Jahren können Sie denn, was weiß ich, hier eine kleine Eigentumswohnung in Bern kaufen für, was weiß ich. So schützt man seine Bevölkerung und seine Kultur. Und nicht, wie wir das im Moment machen, Geld, 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 Geld. Wir sind auch keine Nation. Wir sind ein Haufen von wandelnder Euroscheine. Mehr sind wir nicht. Damit beende ich das erstmal heute. Melde mich wieder. Es gibt ja jetzt so viele Themen wieder. Ich hoffe auch, dass ich mal demnächst mal, wenn das Wetter einigermaßen besser ist, mal Lederjacken von unserer Firma trage. Habe ich auch in Rot. Und dann zeige ich euch mal die Lose.
von unserer großen, demnächst stattfindenden Loslotterie. Absolut geil. Einzigartig auf der Welt. Hat wirklich noch, gab es noch nie. Kann ich garantieren. Gab es noch nie. Und die Leute, die dann so ein Los haben, haben mit dem Los nicht nur Chance, viel Geld zu gewinnen, sondern sie haben auch Unikate. Dass eben halt wirklich jeder weiß, das ist einmalig, beziehungsweise dermaßen streng limitiert, dass eben halt nicht nachgekobert wird, wenn es gut läuft. Also, abonnieren, 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 weitersagen, weitersagen, weitersagen. Und immer gespannt sein, was kommt. Und es wird eine Menge kommen. So, bis denn.